Wir haben also einen Verein gegründet. Wir nennen ihn Gilde. Das ist die Security Gilde. Ich bin Security Engineer. Ich wollte euch eigentlich nicht verraten, wo, aber jetzt ist es doch gespoilert. Ich möchte heute ein wenig über IT-Sicherheit sprechen. Denn wir als OBI, wir sind Tech-Leader im Baumarktsegment. Und das heißt für uns, dass wir unsere Kunden und unsere Mitarbeiter dazu enablen wollen, dass wirklich alles machbar ist. Und weil das nur funktioniert, wenn ganz viele IT-Komponenten sicher ineinander greifen, ist IT-Security bei uns auch wichtig. Und deswegen bin ich hier. Und ich möchte euch heute einladen, ein paar Minuten mit mir in den Biberbau zu kommen, euch ein wenig umzuschauen. Und am Ende möchte ich euch mit einem Aha wieder hinausgeleiten. Ich fange an mit einem kurzen Überblick darüber, wofür wir verantwortlich sind bei der IT-Security, was da die Herausforderung ist an der Sache, wie wir diese Herausforderung meistern und warum unsere Lösung toll ist, weil sie nämlich den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Und schließen möchte ich mit einer kleinen Anekdote darüber, was passieren kann, wenn man das so implementiert, wie wir das getan haben. Und dann sind wir fertig. Klingt gut? Sehr gut. Dankeschön. Ja, dann gerne einmal herein in den Biberbau. Wenn ihr euch umschaut, dann seht ihr ein verzweigtes Netz an Biberburgen, verteilt auf 10 Länder. Wir haben 646 Standorte, wir haben 43.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 3.000 davon sind in zentralen Funktionen und wir sind Retailer. Das ist wichtig zu erwähnen, weil im Retail ist IT nicht unser Produkt, schon gar nicht IT-Security. Und egal, wie ernst und wie wichtig der Vorstand dieses Thema nehmen mag, IT-Security in diesem Kontext ist immer Enabler. Wir enablen das Unternehmen und unsere Mitarbeiter dazu, am Ende des Tages die Ware über die Kasse zu ziehen. Und wie jedes andere Unternehmen auch wollen wir wachsen. Immer weiter wachsen. Neue Biberburgen, innovative Wege, die Flüsse umzuleiten, neues Material für unsere Biberburgen. Es geht immer weiter nach vorne. Eine Produktroadmap sieht bei uns genauso aus wie bei den meisten anderen Unternehmen auch. Balkendiagramme von zig Teams, gelegt über einen Monatskalender. Und ich weiß nicht, was ihr schon alles gesehen habt, aber mir fällt das immer auf. Und das ist auch die Herausforderung daran. Es gibt in den seltensten Fällen einen eigenen Balken für IT-Security in einer Produktroadmap. Und wir haben deutlich mehr als nur eine Produktroadmap. Und all diese Produkte und Initiativen, die entstehen also und gehen irgendwann live. Und nächstes Jahr wieder das Gleiche und nächstes Jahr wieder das Gleiche. Alte Produkte fallen aber nicht einfach weg. Vor allen Dingen nicht, wenn sie funktionieren. Die bleiben also immer da. Und deren Infrastruktur bleibt auch da. Wir haben PCs in den Märkten, die bleiben immer da. Die Netzwerkinfrastruktur bleibt da. Firewalls, Switches, das ganze Pipapo. Das bleibt alles immer da. Gleichzeitig, wenn wir uns ein bisschen umgucken aus dem Biberbau, dann sehen wir aber auch ganz gut, was um uns herum passiert. Waldbrände, Überflutungen, Früchte, die zu Steinen komprimiert und verschlüsselt wurden. Es reicht also nicht einfach aus, seine eigene Biberburg nur so fest und so groß wie nur irgend möglich zu machen, sondern man muss sich auch überlegen, hält es den Witterungsbedingungen tatsächlich stand? Also ist die Wand, die wir da hochgezogen haben, wirklich stark genug, um einer Überschwemmung standzuhalten? Wo wollen wir eigentlich unsere Früchte lagern, damit da niemand rankommt? Und da stehen wir nun. Schützenswerte Infrastruktur, die den Umsatz generiert, der unser aller Gehälter bezahlt, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite immer wieder neue Produkte, neue Innovationen, damit neue Infrastruktur. IT-Security muss aber immer ganzheitlich betrachtet werden, damit nicht aus Versehen jemand einfach die Tür zum Biberbau offen lässt und wir trotzdem nasse Füße kriegen. Wie gehen wir mit dieser Herausforderung um? Nun, wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Security für ihre Produkte ganz natürlich mit betrachten. Bei so vielen Mitarbeitenden passiert es aber auch gerne, dass auf der einen Seite etwas passiert und gemacht wird und auf der anderen Seite etwas anderes passiert und gemacht wird und niemand spricht so richtig miteinander. Und unsere Idee war es also, diese Mitarbeitenden, die sich aktiv mit IT-Sicherheitsthemen beschäftigen, zu einer Gemeinschaft zusammenzufassen und so eine Klammer zu bilden um eine dezentrale IT-Security-Struktur. Der Deutsche hat einen Begriff für eine Gemeinschaft von Leuten mit ähnlichen Interessen und die sich aktiv austauschen wollen. Das ist ein Verein. Wir haben also einen Verein gegründet. Wir nennen ihn Gilde. Das ist die Security-Gilde. Danke. Wie passt das aber in eine ganzheitliche IT-Security-Strategie?
Wir haben eine zentrale Information Security, die stiftet die Governance. Mit einer Hauptaufgabe aktuell ist es, überhaupt erstmal für Awareness zu sorgen im Unternehmen für diese ganzen Themen. Und von dieser zentralen Governance gehen wir in eine dezentrale Struktur. Mit einer Hauptaufgabe aktuell ist es, eine Landkarte anzufertigen, auf der all unsere Biberburgen und Flussverläufe und Früchte überhaupt erstmal drauf sind. Deswegen, also diese große Landkarte, weil die so groß ist, die teilen wir aktuell in drei Bereiche. Deswegen gibt es auch drei IT-Security-Verantwortliche bei uns. Als einer davon stehe ich hier auf der Bühne. Die anderen beiden, Daniel und Robin, sind aber auch hier. In der nächsten Pause könnt ihr gerne mal Wimmelbild spielen und die zwei finden. Bringt denen was zu trinken mit. Das meiste Wissen, gerade das Expertenwissen, das liegt aber gar nicht bei uns in der IT-Security, sondern das liegt in den Plattformteams, in den Entwicklerteams, also überall im Unternehmen. Und eine Gilde hilft uns, dieses meist undokumentierte Wissen zu erhalten und zu teilen. In diese Gilde laden wir alle Leute ein, die sich aktiv mit IT-Sicherheitsthemen auseinandersetzen. Wir haben bei uns das Konzept, dass wir pro Entwicklerteam eine Person haben, die sich einen Security-Hut aufgesetzt hat. Die dürfen einen Teil ihrer Arbeitszeit auf IT-Sicherheitsthemen verwenden. Die sind eingeladen und das ist auch der Großteil der Mitglieder der Gilde. Aber generell ist bei uns jeder willkommen, der sich mit IT-Sicherheitsthemen auseinandersetzt. Der das Gefühl hat, von uns lernen zu können, wo aber auch wir das Gefühl haben, dass wir von dieser Person was lernen können als Gruppe. Datenschutz ist zum Beispiel auch immer dabei. Jeden Monat treffen wir uns virtuell für ein oder zwei Stunden und sprechen darüber, was die letzte Zeit so passiert ist, über Incidents. Wir sprechen, was bald anstehen mag. Wir sprechen aber auch darüber, welche Herausforderungen die Mitglieder der Gilde so in ihrem Daily Business denn tatsächlich haben, um uns auszutauschen und voneinander zu lernen. Abseits dieser monatlichen Treffen geben wir den Mitgliedern der Gilde das Rüstzeug in die Hand, um eigenständig bessere Entscheidungen treffen zu können in ihrem Bereich. Und das geht nur mit Transparenz. Das heißt, sie kriegen Einblick in die gesamte IT-Security-Posture des Unternehmens. Sie sehen alle Tools, sie sehen alle Checklisten, sie sehen alle Initiativen und sie sehen alle Produkte. So machen wir die Organisation jedes Mal ein kleines bisschen besser. Sie lernen auch, welche Bereiche der IT-Security für ihren Bereich relevant sind. Und sie lernen, wann die IT-Security mit einzubeziehen ist und welche Entscheidungen sie alleine treffen dürfen. Für uns ist die Gilde gleichzeitig aber auch ein sehr guter Spiegel dafür, wie unsere Maßnahmen angenommen werden. Für Awareness-Kampagnen oder Richtlinien, die wir rausgeben, kriegen wir immer direktes und unverblümtes Feedback. Das ist nicht immer schön. Bei einem Security-Incident sind es aber auch die Mitglieder der Gilde, mit denen wir gemeinsam ein Problem lösen. Weil durch die Gilde haben wir Connections in alle relevanten Fachbereiche und Teams. Und wir, gerade wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, ist es psychologisch Gold wert, eine ganze Horde von IT-Security-Begeisterten an seiner Seite zu haben. Wir lösen Probleme gemeinsam und wir feiern auch die Erfolge gemeinsam. Einen Erfolg feiern wir gerade auch jetzt hier auf dem D-Slam. Deswegen sind so viele meiner Kollegen auch hier mit dem Biber-T-Shirt. Sehr cool, dass ihr mitgekommen seid. Ihr seid die Einzigen, die ich gerade sehe. Okay. Dass das Ganze funktioniert, das sehen wir nicht nur im Engagement unserer Mitglieder, sondern auch in ganz merkwürdigen Situationen. Und zu einer möchte ich euch mal in der Zeit zurücknehmen. Szenenwechsel. Wir haben gerade einen Security-Incident gelöst, sind alle noch online oder vor Ort. Die letzten Kolleginnen und Kollegen sitzen noch an ihren Rechnern und arbeiten die letzten To-Dos ab. Das Adrenalin sinkt und wir sind sehr stolz darauf, wie gut wir gerade zusammengearbeitet haben. Auf einmal ploppt ein neuer Alarm hoch. Da ist jemand in unserem Netz und versucht, einen Endpunkt zu exploiten. Doch noch nicht vorbei. Wieder ran an die Tastaturen. Was ist passiert? Wo kam der her? Schnell den Rechner isolieren. Wo? Was haben wir übersehen? Wo kam das? Ja. Auf einmal klingelt das Telefon. Ja, hallo? Was? Wer? Ja, ich kümmere mich drum. Das war das Helpdesk. Ein Mitarbeiter hat ein Ticket geöffnet und wundert sich, warum sein Rechner auf einmal gesperrt ist. Stellt sich raus, ein Mitglied der Gilde wollte überprüfen, ob die Lücke, die wir vermeintlich gerade geschlossen haben, auch tatsächlich geschlossen ist. Nachdem unser Puls wieder unten war, waren wir aber mehr stolz. Also
Das wollen wir natürlich nicht und wir haben dem entsprechenden Kollegen auch nahegelegt, wie er uns besser unterstützen kann, als alleine loszupreschen. Was wir aber geschafft haben, ist, dass sich ein Mitarbeiter, der wohlgemerkt nicht für IT-Security angestellt ist, darum bemüht, zu überprüfen, ob eine Lücke auch wirklich geschlossen ist und das nicht einfach nur glaubt. Und ich glaube, da haben wir irgendwas richtig gemacht. Das hast du mit Sicherheit noch nicht erlebt.